Hey und willkommen zu einer weiteren Reaction. Ich habe heute etwas ganz Neues, falls du es im Hintergrund nicht hörst. Ja, es ist das Rauschen. Denn es ist ein neues Mikro am Start und ich dachte mir so, hey, lass uns das doch mal einweihen. Und ja, das weihen wir heute auch schön ein, indem wir uns jetzt von der lieben Gnu erzählen lassen, ob wir es schaffen würden, uns in 3 Sekunden zu betüddeln bei Online-Shopping. Also ich habe das Video bereits gesehen und wie du siehst, auch einen Daumen nach oben gegeben. Warum habe ich die Gnu nicht abonniert? Ach, ich habe sie mit dem anderen Kanal abonniert, den ich noch besitze. Dementsprechend war das ein bisschen, ja. Jetzt habe ich das nachgeholt und das solltest du ebenfalls. Geh bei Gnu auf den Kanal. Das Video ist unten verlinkt und vor allem gib einen Daumen nach oben und schau dir gerne auch das Video an, ohne dass ich dazwischen labere. Wir fangen jetzt also an. Ich gehe einmal ins Vollbild und wir fangen jetzt mal an und gucken, was wird das? Glaubst du, es reichen 3 Sekunden aus, um dich von einem Kauf zu überzeugen? Ich würde sagen, das testen wir gleich einmal mit diesem Versuch. 2, 1 und los geht's. Ich glaube, keiner von uns würde diesen Kochdeckel kaufen. Warum denn nicht? Aua. Mir ist gestern auch einer runtergefallen. Weniger sprechen manchmal mehr ist, zeigen uns momentan ganz viele Home-Shopping-Livestreams aus China. Denn die schaffen es innerhalb von 3 Sekunden, ein Produkt zu verkaufen. Entschuldigung, aber... Alter Falter. Also 33 Sekunden und ich bin schon raus, weil ich einfach dieses Gefühl habe von nein, das ist absolut nicht gut. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ich habe übrigens solche Streams noch gar nicht gesehen. Zum Glück. Bevor wir aber auf dieses einzigartige oder irgendwie auch seltsame Phänomen aus China eingehen, schauen wir uns doch erst einmal die Teleshopping-Zeiten von damals an. Denn oh, jetzt wird's nostalgisch. Die haben damals auch alles dafür getan, um dich zu überzeugen, dass ihr Artikel dein Leben verändern wird. Wie zum Beispiel diese Leiter hier. Now it's locked in place, okay? So really, you say, oh mein Gott, warum? Warum? Warum macht er denn sowas? Was ist denn mit ihm? Oh Gott, Harold. Oh, Harold. Oh je, oh je. Ich hoffe, ihm geht's gut. Okay. Ich glaube, ich hätte das damals wie folgt gemacht. Wollen auch Sie Ihren lästigen Mann loswerden? Kein Problem, kaufen Sie sich einfach diese Leiter und brechen Sie Ihrem Ehemann das Genick. Oh Gott, Harold, are you okay? Was ihr aber unbedingt auch in eurem Leben braucht, ist diese stabile Box. Oder wie wäre es mit diesem nicht rutschenden Schneidebrett? Schauen Sie mal, das ist doch wohl die Top-Qualität. Und für die... Ich frag mich bis heute, haben die da Öl auf das Teil draufgepackt? Oder ich habe keine Ahnung, was sie getan haben. Ich glaube, sie haben Öl auf diese Fläche, Oberfläche gepackt. Und haben wir da... Oh mein Gott. Ja, ich liebe ja auch diese Werbespots, wo sie völlig unsynchron sind. Oh mein Gott, sowieso, wie geht es dir? Und das ist so unfassbar gut und auch einfach nur Comedy pur. Ladies, haben wir auch was parat. No, this is not a support to house your marijuana. It's even worse. Damit es nämlich keine unschönen Knitterfalten zwischen den Hupen gibt. Ihr seht also, es war viel Trash dabei, der nicht gehalten hat, was er versprochen hat. Und trotz, dass das alles sehr nostalgisch war, schauen wir uns jetzt einmal die heutige Online-Shopping-Methode an aus China. Denn diesen Trend hat die chinesische TikTokerin Zeng Yang Yang kreiert und sie ist bis heute die einzige, die es geschafft hat, Produkte innerhalb von 3 Sekunden auszuverkaufen. Sie hat es in kürzester Zeit zu über 5 Millionen Follower auf TikTok geschafft. Das sind dann also in einer Minute ca. 18 Gegenstände und jeder Gegenstand kostet nur 2 bis 3 Dollar. Es ist im Prinzip das gleiche, wie wir es aus dem Fernsehen kennen, nur dass diese Home-Shopping-Seiten jetzt alle live auf Livestreams sogar stattfinden. Da ich neugierig war, ob das auch bei mir funktioniert, habe auch ich das einmal in meinem Livestream getestet. Kauf mein Scheiß.
nicht funktioniert. Liegt vielleicht daran, dass ich gar nicht den Link dazu gesehen hätte. Beziehungsweise frage ich mich gerade, wie machen die das auf TikTok? Weil du kannst ja keinen Link einblenden. Und das heißt, wenn die innerhalb von 3 Sekunden Sachen ausverkauft, wie funktioniert denn das? Du hast ja gar keinen Link, der dir sagt, ey, übrigens, du musst da und da klicken, damit du genau da drauf kommst. Wie funktioniert das? Ihr Schweine. Wir sehen also, das Ganze ist sehr erfolgreich und lukrativ. Wie lukrativ und erfolgreich zeigt das Beispiel von diesen NBA-Spieler. Denn der amerikanische NBA-Spieler James Harden hat seine eigene Weinmarke in einem Livestream in China verkauft und innerhalb von 10 Sekunden 10.000 Weinflaschen verkauft. Er selbst war darüber total geschockt und konnte es nicht fassen. Aber ich glaube, das zeigt uns, wie lukrativ das Ganze ist. Und ich frage mich auch da, wo war denn da der Link dazu? Oder wo muss ich hin, um das zu machen? Weil ich brauche doch irgendeinen Anhaltspunkt, wo es hin muss. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon einige von euch mitbekommen haben, gibt es in China auch Influencer-Camps, in denen Leute zu Influencern ausgebildet werden. Und somit gibt es auch immer mehr Online-Shopping-Influencer. Diese beantworten dann eben die Fragen aus den Kommentaren, wie zum Beispiel zu der Größe, Farbe, Materialien, die Textur oder die Qualität der Produkte. Es ist also so, als würde man einen Live-Sale für Hunderte bis Tausende von Menschen online machen. Da muss ich aber ehrlich sagen, da feiere ich meine Tupperbaten-Partys mehr. Kerzenpartys gehen auch noch, das meine Generation halt. Ich frage mich aber, also beziehungsweise man weiß ja, in China sind die sind Influencer mehr anerkannt und das ist ein eigener Job. Das, was in Deutschland immer so zerhackstückelt wird quasi, ist halt bei in Asien komplett anders. Die haben Büros und so weiter. Guckt euch mal echt eine Doku an, über wie Influencer in Asien arbeiten. Ich finde das großartig. Teilweise finde ich das großartig, andererseits finde ich es extrem erschreckend, wie krass das da eigentlich abgegangen ist. Aber die haben richtige Büros, dann arbeiten die, keine Ahnung, im 10. Stock und müssen sich dann anmelden, wenn sie in den Kameraraum wollen und so weiter und so fort. Ich finde das so krass. Also ich frage mich wirklich, warum ist da das Verständnis schöner und größer als hier in Europa bzw. in Deutschland? Da wird ja nur über Influencer hergelästert und so weiter und so fort. Auch wenn sie sinnvolle Sachen an den Mann bringen wollen würden, also wenn sie jetzt, keine Ahnung, nur sagen, hey, ich bin Rheuma-Patient, ich kann dir da was empfehlen, weil ich habe wirklich Rheuma. Aber leider ist es tatsächlich so, dass in Deutschland dann komplett gezickt wird und dann ist es wieder der böse Influencer und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die mich aufregen. Dann heißt es mal Schmarotzer. Theoretisch ist ein Influencer auch nur eine Werbemaschine, wie die Werbung im Fernsehen. Also was anderes ist es ja nicht. Aber lassen wir nur mal weiterreden. Schreib in die Kommentare, wenn du auch Tupperwaren-Partys gefeiert hast. Kurzer Nachtrag. Ich habe übrigens noch diesen Livestream hier gefunden, in dem ernsthaft Fische verkauft werden. Und die Fische sehen eigentlich schon mehr tot als lebendig aus und liegen da hinten einfach auf so einen kompletten Haufen drauf und werden dann in Schälchen geschmissen, damit man sie besser anschauen kann. Finde ich absolut abartig und ekelhaft. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da noch viel mehr Livestreams gibt in die Richtung und auch eben Richtung Haustiere. Also das hat mich schon echt geschockt. Ich hoffe, dass ein Robert mag Lehmann das nicht sieht, den wird es wahrscheinlich wie mir komplett den Magen umdrehen und das ist einfach nur ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Ich hoffe, dass da wirklich mal ein paar Leute dazwischen gehen und das nicht machen. Das waren jetzt Kampffische und ich weiß, dass Kampffische in Asien extremst scheiße behandelt werden. Also, das ist tatsächlich so. Mein Bruder hatte mal ein Aquarium und darüber her wusste er das dann auch, dass unter Aquaristen es auch hieß, dass wenn du dir einen Kampffisch holst, also sollst ja immer nur ein Männchen, weil, ne, und ein paar Mädels. Und da hieß es dann auch relativ zügig, sieh zu, dass du das nicht irgendwie so machst oder so. Und dann hat mein Bruder auch relativ schnell erfahren quasi, dass es eben solche Sachen in Asien gibt, die wortwörtlich Kämpfe stattfinden lassen und so weiter. Es ist ekelhaft eigentlich. Hat übrigens eine krasse Serie rausgebracht, das kann ich euch sehr empfehlen. Da seht ihr nämlich, wie sehr wir eigentlich als Konsumenten so ein Verhalten unterstützen.
kann ich euch alle Videos hier empfehlen. Checkt die auf jeden Fall ab. Sind aber sehr grausam, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Aber es zeigt einfach die Wahrheit. Oftmals arbeiten diese Home-Shopping-Influencer auch direkt mit den Produzenten der Produkte zusammen. So können sie eben den besten Preis garantieren und machen es so anderen Anbietern schwer, ihre Preise zu unterbieten. Somit ist das Ganze natürlich aus der Sicht der Käufer und der Konsumenten viel attraktiver und verstärkt somit natürlich auch den Wunsch, es dort zu kaufen. Es gibt auch immer mehr Moderatorinnen, die jetzt ihren Job an den Nagel hängen, um eben auch als Online-Influencer durchzustarten. Ein Beispiel ist Lee Sissy. Sie hat ihren Job als Gala-Haus gekündigt und hat heute über 9 Millionen Follower auf TikTok. Wahnsinn, einfach verrückt, oder? Und macht dort ordentlich Kohle. Wir sehen gerade, es sprießen gerade sehr viele Live-Home-Shopping-Influencerinnen aus dem Boden. Und dennoch hat es die TikTokerin Zheng Yang Yang eben geschafft, sich davon hervorzuheben. Sie hatte in den Monaten August bis September 64 Mal gestreamt und hatte bis zu 5000 Zuschauer. Das sind insgesamt dann 81 Millionen Views. Das Ganze hat sich dann ab Oktober gesteigert. Und da hat sie es geschafft, Produkte von 10 Millionen US-Dollar in ihrem Stream zu verkaufen. Auf der Plattform Douyin, das ist die chinesische Variante von TikTok. Und hat es geschafft, ihre Overall-Views auf 120 Millionen Views zu steigern. Ein Traum an solchen Views, aber trotzdem. Wahnsinn, oder? Das ist verrückt. Ich finde das richtig verrückt. Einige ziehen nach und wollen mit ihrem Verkaufsstil auch Erfolg haben. Dennoch sind sie lange nicht so erfolgreich wie sie. Und man darf auch eine Sache nicht vergessen. Bei Zheng Yang Yang ist ein Riesenteam im Hintergrund. Und das sieht man nämlich hier. Sieht mir übrigens hier nach ganz viel Müll aus, der hier produziert wird. Aber nun ja. Wem es schon aufgefallen ist, in den... Und ich dachte immer, bei mir sieht es schlimm aus, nachdem ich mich geschminkt habe. Aber das ist ja wirklich extremst. Also ich finde, das ist wirklich extremst, was da geht. In Clips von ihr, die Boxen sind orange und sollen aussehen wie von Hermes. Denn somit möchte sie quasi die billigen Produkte etwas teurer und luxuriös wirken lassen. Und das ist so gesehen ihr Schlüssel zum Erfolg. Ein weiterer cleverer Schachzug von ihr ist, dass die Produkte oftmals weniger kosten als der Versand. Das bedeutet, die Leute schicken die Produkte auch nicht zurück. Und der nächste Punkt, der ihr auf jeden Fall in die Taschen spielt, ist, dass die Produkte innerhalb von Sekunden ausverkauft sind. Und somit steigt natürlich bei den Zuschauern der Wunsch, schnell eines dieser Produkte zu bekommen. Und aber wie? Wie kommen die auf den Link oder was auch immer? Wie funktioniert das? Gut, es ist jetzt eine ganz andere Plattform als TikTok, aber wenn man das jetzt bei TikTok machen würde, wie soll denn das funktionieren? Du kannst doch keinen Link einblenden oder unten in die Beschreibung. Das muss einen doch wahnsinnig machen. Also wenn man von diesem FOMO betroffen ist, was Gnu gleich erklärt, ey, das funktioniert doch gar nicht. Ich würde das Tode sterben, du. Und mit dieser Methode triggert sie so gesehen die FOMO, also die Fear of Missing Out. Ich glaube, auch einige von euch kennen die Verkaufsstrategie Verknappung. Ihr kauft irgendwo einen Artikel und auf einmal steht drin, nur noch 3 verfügbar oder nur noch 1 verfügbar. Schnell, leg's in deinen Warenkorb. Und wir kennen dieses Prinzip ja auch von Seiten wie Temu oder Pinduoduo. Dazu gibt es übrigens auch schon sehr gute Videos, die werde ich euch später noch empfehlen. Denn dort werden bereits super günstige Produkte mit riesigen Rabatten noch angeboten. Und das sind natürlich unvorstellbare Verhältnisse, wenn man... Übrigens, diese Verknappung gibt es auch bei Limited Edition bei Make-up. Das ist absichtlich so gemacht, damit man eben losrennt und damit eben das Ganze ist, so wie es ist. Weil es ist eine limitierte Edition. Die gibt es nur für kurze Zeit und in weniger Stückzahl. So fällt der eine raus und der andere hat es und dann kriegt man halt auch gleich diese Panik. Und ich habe das wirklich mal eine ganze Zeit, während ich noch geblockt habe, gehabt, dass ich Angst davor hatte, diese Limited Edition nicht mehr zu bekommen, um darüber zu berichten. Das war ganz, ganz schlimm. Und mittlerweile habe ich das nicht mehr. Wenn mich was interessiert, gucke ich es mir an oder bestelle es eben einfach im Internet, weil ich mittlerweile denke, dieses in den Laden rennen, ja gut, das ist jetzt auch nicht Online-Shopping, aber dieses in den Laden rennen und Angst zu haben, dass ich das nicht mehr bekomme, nee, darauf habe ich gar keine Lust mehr. Man halt sonst schaut, was eine gute Hose und gute Shirt eigentlich kostet, das auch mal ein paar Jahre hält. Die App Pinduoduo belohnt beispielsweise große Einkaufsmengen mit niedrigeren Endpreisen, was bedeutet, dass Leute sich über WeChat oder über QQ gemeinsam zusammenhorten, um dann eben Riesenbestellungen durchzuführen, um somit halt am Ende viel zu sparen. Wir kennen ja auch alle diese seltsamen Shopping-Hall.
Ja, oder Freunde, kannst du mal mitbestellen bei weiß ich nicht was, kannst du das mal machen? Ich zum Beispiel bestelle ja, wenn ich bestelle irgendwie im Internet, dann gucke ich vorher, ob meine komplette Familie was braucht. Ob das bei, ob das hier deutsche Online-Händler sind oder eben irgendwo anders sitzende Online-Händler. Dann frage ich tatsächlich meine komplette Familie erstmal, braucht ihr noch was? Wenn ja, dann wird für die ganze Bagage mitbestellt und nichts anderes. In der Leute dann extreme Massen kaufen und sich darüber erfreuen. Und das Ganze wird definitiv nicht besser, wenn die Unternehmen zusätzlich zum Beispiel mit Gutscheinen, Gewinnspielen oder Geschenken noch einen oben drauf drücken. Kenne ich. Kannst du noch mal mein Temo-Dings machen? Kannst du hier noch mal für machen und da noch mal und so noch mal und das noch mal? Ja, ja, diese Gewinnspiele und sowas, das ist wirklich extrem. Das ist wirklich extrem. Und generell, boah, also man wird regelrecht überschwemmt mit Bestell jetzt. Wir sehen also Massenkonsum mit billigen Produkten, die uns am Ende alle nur kurz glücklich machen und das Unternehmen am glücklichsten. Denn wie auch die Fashion Halls oder viele anderen Trends, die ja in anderen Ländern entstanden sind und am Ende dann hier bei uns landen, ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis die Online-Shopping-Livestreams hier uns auch alle überströmen. Und deswegen möchte ich euch ein paar Dinge vor Augen führen. Online. Und wie gesagt, ich möchte immer noch wissen, wie TikTok, obwohl ich glaube, bei TikTok wird das interessant, weil man eben keine Links, glaube ich, in die Dings packen kann. Es sei denn, das hat sich verändert seit letztem Jahr, seitdem ich das letzte Mal dort live war. Ich weiß das nicht, aber wenn sich das verändert hat, dann kriegen wir das demnächst auch zu sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Shopping macht Spaß und ich muss mir selber eingestehen, dass ich oft aus Langeweile auf der Couch, während der Fernseher läuft, ich gerade noch mich von TikTok vollgeduselt habe, nebenbei noch ein bisschen was shopp, einfach nur, weil mir in dem Moment irgendwas fehlt. Und das ist genau der falsche Ansatz. Online-Shopping ist für mich manchmal auch so ein bisschen ein kleines Flüchten aus der momentanen Langeweile. Das Interessante an vielen Online-Shopping-Livestreams ist, die sehen immer sehr cozy aus und es wirkt, als würde dir jemand von zu Hause etwas verkaufen. Dabei vergisst man allerdings oft, dass die Personen vor der Kamera im Hintergrund von Firmen, Unternehmen gesteuert werden. Interessant ist allerdings, dass die chinesische Plattform von TikTok, Douyin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, oder Douyin, schreibt es mir bitte in die Kommentare, mittlerweile gegen die 3 Sekunden Online-Shopping-Streams vorgegangen ist. Denn auch sie sagen, dass... Also erstmal Hut ab, ja, dazu muss ich sagen, Hut ab, dass sie das gemacht haben, also dass sie gegen vorgegangen sind. Ich zum Beispiel shoppe online, wenn ich etwas nicht im Laden bekomme. Das heißt, für mich ist es wichtig, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja jetzt eine Weile Kronen gebaut. Ich mache auch noch welche, aber im Moment ist gerade nicht, dass ich irgendeine baue, obwohl ich eine im Kopf habe. Da muss ich immer mal gucken, was ich dafür noch brauche. Wenn ich etwas nicht bekomme in meinem Geschäft, in meinen Sachen, die ich hier drumherum habe oder in Braunschweig oder wo auch immer, dann bestelle ich erst online. Also für mich ist dieses Online-Bestellen tatsächlich nicht ganz so heftig. Oder als Beispiel, meine Mutter zum Beispiel ist Diabetiker und sie braucht so Tupfer, damit sie sich das Blut von den Händen abstupsen kann, wenn gespritzt worden ist. Und da haben wir mittlerweile auch herausgefunden, dass wir diese kleinen Tupfer, das sind halt, die kann man für Nagel, also die kann man so in Nagelfach-Sachen bestellen. Die bestellen wir auch in gleich einer großen Variante, weil wir einfach dann, erstens ist sie gut ausgerüstet, zweitens, man bekommt es hier nicht. In der Apotheke oder wo auch immer, man bekommt diese kleinen Mini-Tupferchen nicht. Und das sind so Sachen, da sage ich mir, okay, dann kann ich online bestellen. Und wenn ich was hier nicht im Laden bekomme, was ich in meinem Kopf habe, und dann bestelle ich das einfach irgendwo im Internet, wo ich sage, ich kriege das da. Und alles andere wird für mich hier in der Umgebung gekauft. Dass 3 Sekunden definitiv nicht ausreichen, um eine rationale Entscheidung zu treffen. Deswegen ist auch unsere erfolgreiche Home-Shopping-Queen, Zheng Yang Yang, direkt auf eine andere Plattform umgezogen, da auch sie diese Streams nicht mehr auf der chinesischen TikTok-Plattform durchführen durfte. Wie ich auch schon vorhin angesprochen habe. Aber ganz im Ernst, ich könnte mich in 3 Sekunden auch nicht entscheiden. Kannst du das? Dich in 3 Sekunden, wie sie das Ding in die Dings gezeigt hat. So, das war ja wirklich nur so ein... Wie soll ich mich denn da entscheiden, ob mir das gefällt oder nicht? Ich sehe da einfach nur irgendeinen Fetzen durch die Gegend fliegen und frage mich, was war denn das? Kann ich das zurückspulen? Und das geht ja nicht. Und ich glaube, das ist sehr arg, dass ich das habe. Aber andererseits, ja, ich habe das. Ist natürlich so ein teils wirklich
übermäßiger und ungerechtfertigte Konsum von so billigen Produkten, die natürlich dann auch viel psychologisch mit dir spielen, auch nicht sonderlich gut für den Planeten und die Umwelt. Auch ein Problem für die Kaufsucht an sich selbst, und gerade Online-Shopping ist nochmal viel einfacher, denn du bist nur ein paar Klicks entfernt und schon ist es in deinem Warenkorb. Und außerdem ist davon auszugehen, dass gerade diese Vermischung von Gamification und Rabatten eben die Spielsucht fördern kann. Und da ich gerade schon davon gesprochen habe, Dinge schnell mal in den Einkaufswagen zu droppen, passt bitte auch auf mit der Verkaufsoption Klarna. Denn dort kannst du nämlich auf Raten kaufen oder eben später zahlen in einem Monat. Und da gibt es ja auch einen Trend, wo auf TikTok ganz viele eben offengelegt haben, wie hoch verschuldet sie dadurch sind. Und außerdem kann ich übrigens mitteilen, null. Schaut euch bitte keine riesen Fashion Hauls an, wo Leute irgendwie übermäßig Tonnen an Kleidern ausschütten und die alle anprobieren, denn damit unterstützt man eigentlich einfach nur diesen Massenkonsum, den man im Endeffekt nicht braucht und der ihn höchstwahrscheinlich auch nicht glücklich macht und man die Dinge einmal bis keinmal trägt. Und vergiss nicht, dass auch so einige davon diesen Streams beziehungsweise von diesen Videos gesponsert sind, weil so Leute wie Shein oder Temu sponsern auch so einige Sachen, also so einige Influencer, und deswegen kann ich dir auch nur sagen, ja, immer ein bisschen vorsichtig sein und zweimal gucken. Auch hier zu dem Thema empfehle ich euch die drei Videos, könnt ihr euch gerne anschauen, sind sehr, sehr gut. Einmal von Sascha zum Thema Klarna und eben der Verschuldung, über die ich gerade gesprochen habe. Von Alicia zu den ganzen Fashion Halls und Mr. Wissen to Go, der über die Plattform Temu spricht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Online-Shopping-Trend es nicht zu uns schafft. Passt auf jeden Fall auf euch auf und ihr könnt mir gerne mal eure Beobachtungen und Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt und wir sehen uns definitiv wieder in den nächsten Videos. Mit einem Daumen nach oben und Abo würde ich mich immer sehr freuen. Und jetzt kauft mein Merch! Kann ich eigentlich nur zustimmen, denn ja, man muss halt wirklich aufpassen. Also wenn du wirklich was brauchst, dann ist es, glaube ich, in Ordnung, wirklich eher so online zu shoppen, als wenn du einfach nur gelangweilt irgendwas kaufst. Kauf also einfach nie gelangweilt. Würde ich auch ganz von abraten. Dieses Video hat mir jetzt gezeigt, dass ich eindeutig nicht anfällig für solche 3-Sekunden-Streams bin. Weil ich einfach nur denke, was hat sie gerade gezeigt, kann sie das nochmal? Ich wäre gar nicht bereit dafür, um sowas zu machen. Aber alleine, dass es 3 Sekunden dauert, um Menschen davon zu überzeugen, Sachen zu kaufen, ist schon crazy. Ich könnte es nicht, weil ich dir ehrlich sagen muss, dafür bräuchte ich als eigener Konsument, bräuchte ich mehr Daten dazu. Und irgendwie, ja, könnte ich das selber nicht. Wie gesagt, ich kann es nicht, weil ich das selber absolut nicht hinkriegen würde, mich genau so einlullen zu lassen. Und das ist ja auch nichts anderes. Ich finde, das Video von Gnu ist mega gut geworden und wir wissen jetzt, was der neue Trend wird, wenn das hier durchrutscht. Naja, egal. Vielleicht ist es ein nicht kommender Trend. Wenn ja, bin ich darüber sehr, sehr happy, weil ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Und wenn nicht, dann bin ich mal gespannt, wie das mit den Links funktionieren soll. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Reaction. Hab einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf. Tschüss.